Katzen sind extrem neugierig. Kaum raschelt oder bewegt sich etwas, muss das natürlich sofort ausgecheckt werden. Dahinter könnte sich ja schließlich etwas zum Jagen, Spielen oder Fressen verstecken. Dazu wird das Objekt der Begierde unter anderem ausgiebig beschnuppert, bevor entschieden wird, ob es die kostbare Katzenzeit auch wert ist. Neugierde ist ein natürlicher Instinkt unserer Samtpfoten und dabei spielt es keine Rolle, ob die Mieze ein Freigänger oder eine Wohnungskatze ist. Schläft sie nicht gerade oder geht ihr Territorium ab, dann ist sie meist auf der Suche nach Abwechslung. Wonach genau deine Katze ihr Leben lang sucht, das erfährst du im folgenden Video. Die Neugierde ist ein natürlicher Instinkt von Katzen und dient in erster Linie dazu, die Umgebung kennenzulernen. Und das mit allen erfreulichen Dingen und allen potenziellen Gefahren. Wie andere Tiere auch, sind Katzen dabei sehr häufig auf der Suche nach potenziellen neuen Futterquellen und Rückzugsorten. Man weiß ja schließlich nie, wann der Nachbarshund um die Ecke gestürmt kommt und man sich schnellstmöglich verstecken muss. Hat eine Mieze ein interessantes Objekt entdeckt, nähert sie sich diesem langsam und vorsichtig. Hier besteht eine Wechselbeziehung zwischen der angeborenen Neugierde und dem instinktiven Fluchtverhalten. Verbirgt sich hinter dem Gegenstand eine Gefahr, wird sie in Sekundenschnelle die Biege machen. Handelt es sich dagegen um ein Spielzeug, gewinnen Neugierde und Jagdtrieb und deine Mieze ist für die nächsten Minuten beschäftigt. Tatsächlich ist dieser Erkundungsdrang etwas, das deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und das sie ihr Leben lang suchen wird. Hierin liegt auch einer der Gründe, warum Freigänger so viel Zeit draußen verbringen. In der freien Natur warten ungeahnte Abenteuer, neue Bekanntschaften, Gelegenheiten zum Spielen, Jagen und Toben oder eben auch mal nur das perfekte Plätzchen für einen Mittagsschlaf. Zusätzlich tut die frische Luft der Samtpfote gut und fördert die Gesundheit ebenso wie die regelmäßige Bewegung. Und obwohl der Lebensstil ein anderer ist, ist das Ganze gar nicht so anders, wenn es um die Abenteuerlust bei Wohnungskatzen geht. Mit einem wesentlichen Unterschied: Sie können nicht mal eben raus, um mit der gerade entdeckten Maus zu spielen und dir diese als Liebesbeweis vor die Füße zu legen. Gerade bei den wortwörtlichen Stubentigern muss also für ausreichend Abwechslung gesorgt sein, damit diese ihre Neugierde befriedigen können. Hier kommen dann die raschelnden Objekte wieder ins Spiel. Hast du eine oder mehrere Katzen zu Hause, weißt du wahrscheinlich, dass auch das tollste Spielzeug häufig gegen eine Kugel aus Papier oder Alufolie abschmiert. Hiermit lässt es sich einfach am besten spielen und viele Katzen drehen förmlich durch. Spielen ist also ebenfalls wichtig, weil gerade Wohnungskatzen gewissermaßen ziemlich verwöhnt sind. Sie wissen immer, wann und wo die nächste Mahlzeit herkommt. Sie können den ganzen Tag an ihrem Lieblingsplatz herumliegen und der Bewegungsradius zieht sich manchmal nur vom Futternapf über das Katzenklo zurück zum Katzenbett. Konkret heißt das, Wohnungskatzen können unfreiwillig faul und vor allem dick werden, wenn sie keinen Anlass dafür sehen, sich wirklich zu bewegen. Und das ist natürlich alles andere als gesund. Vor allem die älteren Semester, die ohnehin ruhiger sind, können so schon mal zum Fellball XL werden. Was also tun, damit deine Mieze nicht ein Leben lang vergeblich nach etwas sucht, das sie nie finden kann? Um ihre Neugierde zu befriedigen und nebenbei deinem Stubentiger etwas Gutes zu tun, braucht es gar nicht viel. Die wichtigste Voraussetzung: Du hast jeden Tag ein bisschen Zeit für deine Mieze, und zwar zum Spielen. Perfekt sind hier zum Beispiel Stofftiere an Gummibändern, Bälle, kleine Filzmäuse und auch Flummis. Viele Katzen drehen bei diesen Spielzeugen gerne mal richtig durch und kriegen sich vor lauter Jagdtrieb und Spielfreude gar nicht mehr ein. Fängt deine Mieze allerdings wirklich an, schwer zu schnaufen, solltet ihr unbedingt eine Spielpause einlegen, dann braucht die Fellnase eine Auszeit. Die täglichen Spieleinheiten sind zudem super, damit deine Mieze nicht übergewichtig wird und es schafft eine tolle Verbindung zwischen dir und deiner Samtpfote. Übrigens, ebenfalls toll finden die meisten Katzen Spielzeuge, die nach Katzenminze duften. Diese hat eine fast schon berauschende Wirkung, wobei einige Miezen von dem Geruch auch aggressiv werden können. Damit deine Katze keine Langeweile bekommt, solltest du zudem mindestens einen großen, besser sogar mehrere Kratzbäume in deiner Wohnung oder deinem Haus aufstellen. Und je höher, desto besser. So kann dein Stubentiger sich nicht nur verstecken und die Krallen wetzen, sondern hat gleich noch eine tolle Aussichtsplattform, von wo aus die Fellnase alles überblicken und Neues entdecken kann.
Und auch Wohnungskatzen lieben frische Luft, da unterscheiden sie sich nicht von ihren Freigängerkollegen. Das kann sich in einer Wohnung auf den ersten Blick etwas schwierig gestalten, aber auch das ist einfach gelöst. So kannst du, sofern vorhanden, den Balkon katzensicher machen oder aber auch ein Fenster mit einem speziellen Gitter ausstatten und es dann öffnen. So kann die Fellnase jeden Tag frische Luft atmen und nach draußen schnüffeln oder aber auf dem Balkon auf Entdeckungstour gehen. Es ist eigentlich nur eine kleine Sache, die deine Katze ihr Leben lang sucht, nämlich die ultimative Befriedigung ihrer Neugierde. Und du kannst ihr dabei helfen, indem du ihr Katzenleben möglichst spannend, aufregend und abwechslungsreich gestaltest und ausreichend Zeit mit ihr verbringst. Möchtest du wissen, was Katzen noch toll finden, außer Abenteuer zu erleben und neue Welten zu entdecken? Dann klick auf das Bild links. Dahinter versteckt sich das Video, in dem wir dir erklären, welche 6 Dinge deine Katze für ihr Leben gerne tut. Und klickst du auf das rechte Bild, kommst du zum Video, in dem wir dir 7 Dinge zeigen, die deine Katze heimlich tut, wenn du nicht da bist.